Hallo und herzlich willkommen bei Digitalks von PGS Software. Wir sind hier in Berlin bei der Rethink Smart Manufacturing Summit 2019. Wir haben heute eine super Präsentation gehört von Maciej Mazur, unserem Data Science Experten, und wollen jetzt ein wenig herausfinden, was die Teilnehmer denn davon halten. Welches dieser Themen hat Sie denn am meisten angesprochen? Also erstmal, für mich war es wieder eine tolle Veranstaltung, weil das Mix der betroffenen Besucher, aber auch die vielen unterschiedlichen Referenten aus den auch unterschiedlichen Bereichen und Branchen einen doch auf der einen Seite das Gefühl geben, dass die Probleme, die man vielleicht im eigenen Unternehmen lösen muss, dass sie doch eine gewisse universale Ausrichtung hat. Und in dem Kontext fühlt man sich erstmal beruhigt, dass die Herausforderungen ähnlich sind. Was mir sehr gut gefallen hat diesmal, ist der Schwerpunkt auf Demand Planning, Cyber-Sicherheitstechniken und natürlich Digitalisierung, was es da entsprechend für Fortschritte gibt. Und ich muss sagen, es ist interessant, wir sind jetzt in dem Stadium, ja, Digitalisierung ist angekommen. Digitalisierung steht nicht für sich alleine. Digitalisierung ist eine Ergänzung von Firmenorganisationen, von Industrie 4.0 Strukturen. Und ich habe jetzt die Wahrnehmung gehabt, dass man sagt, ja, wenn ich die Daten jetzt auch habe, dann muss ich Formen und Wege finden, die auch entsprechend zu interpretieren. Und da sieht man ja hier viele Aussteller, die sich mit diesem Thema softwaremäßig auseinandergesetzt haben. Und natürlich, wer Daten schafft, muss sie auch schützen. Von daher eigentlich eine runde Sache für mich. Fantastisch. Schmitz Cargobull ist ja eigentlich auch ein führendes Unternehmen im Fahrzeugbau mit der Telematics-Reihe, die sie anbieten. Und da ist ja Digitalisierung auch ein großes Thema, wie zum Beispiel das Portal, das Telematics-Portal, das Ihre Kunden nutzen können. Gibt es denn auch in der Manufaktur, in der Produktion Prozesse, die in der Digitalisierung sozusagen vorangetrieben werden? Also meine Perspektive oder mein Gestaltungsbereich ist natürlich die Logistik. Ich kann aber schon sagen, dass natürlich die Digitalisierung einmal an unserem Produkt nicht halt gemacht hat. Der Trailer wird transparent, der Trailer ist Bestandteil einer Liefer- oder einer Outbound-Kette und dementsprechend werden die Daten, die ein Trailer erstmal produzieren muss, entsprechend weitergegeben und dann auch in Portalen verarbeitet. Und da ist natürlich Schmitz Cargobull daran interessiert, weil das zu einem Trailer gehört, auch solche Techniken zur Verfügung zu stellen. Man kann das sehen, dass unser Trailer mittlerweile Daten produziert, die letztendlich dazu führen, dass der Spediteur, also unser Kunde, seinen Betrieb optimieren kann. Und das setzt natürlich voraus, dass diese Daten so interpretiert wird, dass der Kunde sie verarbeiten und erkennen kann. Wie gehen Sie mit der Fülle an Daten um, die dabei generiert werden? Also das ist für mich eigentlich die größte Herausforderung. Unser Unternehmen ist sehr stark geprägt von dem Toyota-Produktionssystem, wo sehr früh eben die Notwendigkeit auch in der Produktion, auch in der Logistik entstanden war, wie kann ich das, was ich tue, was ich im Gemba tue, dem Mitarbeiter widerspiegeln. Und da ist die visuelle Fähigkeit, dem Mitarbeiter das in einem nahen Bezug möglich zu machen, eine ganz wesentliche Größe. Und meistens ist da die EDV eher ein Hindernis, weil die sehr formal diese Information aufbereitet. Folglich wird auch der Erfolg sich von solchen Datenanalysesysteme oder Big Data Management Softwarelösungen dahingehend entscheiden, wie direkt und nah diese Informationen von den betroffenen Mitarbeitern auch verarbeitet werden können. Das ist für mich einer der größten Herausforderungen, denn ein Mitarbeiter hat nicht die Zeit, in 5, 6 unterschiedlichen Tabellen zu schauen, sondern der will die Informationen an dem Ort zeitnah und so konkret und so einfach, wie er es für seine Umsetzung oder seinen Job benötigt.